Okay, eine Banane, Banane-Gitarre. Banane. So, wohin verstecke ich eine Gitarre? Okay, gut, realistisch darf man bei dem Spiel nicht denken. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Eine Gitarre, eine Libelle und eine Schere. Ja, okay. Ach, hier unten ist die Schere. Okay. Eine Libelle und eine Gitarre. Oben im Baum vielleicht was? Nee, ne? Das ist eine Libelle. Nee, das ist ein Schmetterling. Was du was wert? Na gut. So, wir versuchen es hier nochmal in der Fabrik. Ein Projektor und eine Lampe. Hier ist es wenigstens hell. Wie lange muss ich denn noch finden? 8. Oje. Ach du Scheiße. Noch 4 Sachen finden. Und ich finde doch nichts mehr, ja. Ach hier, ein Projektor, schön. Und ist doch die Lampe hier. Nein, hier, nein, hier. Oh Gottchen. Hier, Lampe. Oh Gott sei Dank. Ich hab sie gefunden. So, noch 2 Sachen. Und versuchen hier nochmal unser Glück. Ein Nudelholz und ein Kerzenhalter. Hier, ein Kerzenhalter. Da ist er doch. Nudelholz und ein Brummkreisel noch. Brummkreisel. Mhm. Ja, ja, läuft. Läuft, läuft. So, irgendwas muss ich noch finden auf jeden Fall. Was haben wir denn hier noch? Wo die Libelle und die Gitarre, ne? Dass ich die Gitarre nicht finde, wurmt mich so ein bisschen, ne? Ja, ach ja, Gitarre, Gitarre! Nein, Eike? Was? Oh ja, Gitarre, Gitarre! Schön. So, wo ist die Libelle? Da unten. Genau, wunderbar. Und zack. Und dann machen wir hier noch das Bar. Und Hinweis. Ach, da oben. Zack. Und hier noch ein Wasserwerk. Ich hoffe, man ist mir nicht böse, dass ich immer die Tipps benutze, aber wir gucken schon viel selbst, ne? Also ich meine, ich finde schon ganz gut, wie wir das so machen jetzt. Und da oben ist der Pumpkreisel. Okay. Nur noch ein paar. Oh, Daryl. Ah, ne. Nur noch ein paar. Oh, Daryl, sieh mal, die Tiere werden wieder normal. Ich freue mich ja so. Oh, Daryl, falle dir um den Hals und ich bin wieder baufrei angezogen. Hallo Dr. Richards, was immer Sie sich dabei gedacht haben, es ist vorbei. Das Projekt wird geschlossen, ich muss diese Tiere einschläfern. Grant, Cop. Mietet ihr einen Cop? Geil. Nein, Matzi, das geht doch nicht, wir haben das Problem gerade gelöst. Den Tieren geht es wieder gut und niemand wird je von dem Projekt erfahren. Wir werden niemandem davon erzählen. Bekomme ich wenigstens einen Anwalt? Sie gehören jetzt zur Gegenseite. Sie bekommt gar nichts. Hier Patrouille 5. Ich brauche Verstärkung. Steht wirklich eine Miete in den Kopf. Geil. Grrr. Oh, Meatball, Meatball. Verspiechen. Miau. Ack. Miau. Achso, hier, das ist das, was. Das, was wir vorgelesen hatten, ne? Nein. Meatball. Oh, Scheiße, der fällt aber auch tief. Nein. Von. Ja, Daryl, voll die Fresse. Sie kommen. Wie sollen wir die nur... Was sollen wir die nur alle in das Auto schaffen? Stoppt der Überkäfig und ruft den Rest her. Wir werden ein paar von den Dümmeren tragen müssen. Von den Dümmeren. Na los, los, los. Ich dachte von den Kleinen auch und nicht von den Dümmeren. Das sieht ja geil aus. Schön. Oh nein, Meatball schon wieder. Meatball ist aus dem Fenster geflogen. Ich glaube nicht, dass er da was gemacht hat hier. Oh Mann, der Meatball. Na gut, wir wussten es ja nicht schon. Wir haben es ja schon im Tagebuch gelesen, ne? Das finde ich auch ein bisschen blöd, dass man das schon im Tagebuch lesen kann, bevor es überhaupt passiert, ne? Das ist ein bisschen vorhersehend. Also, die Südsachen, die passieren auch nicht. Na, aber na gut.
Das. So, die Eidechse hier. Oder auch nicht. Die Eidechse hier. So, was daran? Und das daran? Und das daran? Zack. Nein, nicht, aber das daran, ne? Zack. Und zack. Und zack. Nein. Huch. So, jetzt aber, ne? Ich bin ja so froh, dass alle so kurzfristig herkommen konnten. Das ist nämlich einer der glücklichsten Tage in der Geschichte des Tierheims. Also fangen wir an, Mrs. Quisner, ich habe ihre Penelope für Sie. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber sie ist kerngesund. Oh, mein Baby, vielen Dank. Alice, hier hast du Clancy. Dennis, hier ist dein Prinz. Buster, Melvith. Muffin. Und wo steckt Daisy, die Wunderechse? Da ist Daisy. Leider konnten wir Lydias Schwein Buddy nicht finden. Die letzte Meldung kam vom Le Chic. Cheval, aber wir bremen die Hoffnung nicht auf. Meinst du dieses große braune Schwein? Ja, Sylvie, hast du es gesehen? Ich habe es unten an der Straße gesehen. Es hat zusammen mit dem Affen Antonio bei Karies Eis gegessen. Oh meine Güte, Woody, bin schon unterwegs. So, das waren für den Moment alle. Vielen Dank, dass Sie sich an mich gewandt haben. Da wäre noch jemand, Peachel. Miau. Oh, Fleischbällchen. Oh, das sieht doch richtig. Also wenn er normale Klamotten hat, dann sieht er richtig süß aus, ne? Oh, Daryl, das ist das schönste Geschenk, das mir jemand nur machen kann. Du hast Kopf und Kragen riskiert, um diesen kleinen Kerl zu suchen? Es waren doch so viele Wachen und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du brauchst nichts zu sagen, es gibt nichts zu sagen. Darf ich trotzdem was sagen? Es ist wirklich wichtig. Okay, aber ich darf zuerst, okay? Also gut. Ich liebe dich auch. Was, ich liebe dich auch? Oh, voll die Katze. Oh, schnuckelig. Schön. Wir haben's zu Ende gespielt. Das ist schön. Die Beinchen ein Paar. Also sieht er echt nicht so toll aus, ne? Aber mit normalen Klamotten ist er richtig schnuckelig, der Typ, ne? Naja, wir sind durch. Und ich würde sagen, das Spiel war so eigentlich ganz lustig. Hätte ich nicht gedacht deswegen. Ich dachte, ich mach's mal so spaßeshalb. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel doch so geil ist. Wobei ich sagen muss, die Story war dann doch etwas übertrieben. Ich meine, Tiere, die leuchten. FBI, also, ich weiß es nicht. Das war so ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, ob wie viele Jahre das ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Altersbeschränkung überhaupt passt, so ein bisschen mit dem Einschläfern und allem. Und ja, auch die Dialoge waren teilweise echt hirnrissig, aber witzig. Und ich hatte meinen Spaß. Ich habe jetzt auch, ich kann es ja zugeben, das Spiel durchgezogen heute. Mein Aufnahmeprogramm sagt jetzt 3 Stunden. Na doch, 3 Stunden. Also ich habe es jetzt durchgezogen und ich bereue es auch nicht. Es war echt lustig und ja, auf jeden Fall sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Was ich hoffentlich dann nicht durchziehen werde. Ich bin jetzt echt kaputt. Aber es hat Spaß gemacht und deswegen sage ich jetzt auch tschüss und wir beenden das Ganze. Ja, ich möchte wirklich.